Hoppala. Ich meine natürlich, hallo und herzlich willkommen. Da wollte das Programm nicht so wie ich. Nun scheint aber alles schicko zu sein. Deswegen, wie gesagt, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Smite. Mal wieder in der Arena und mit Kronos. Einem Gott, den ich noch nie gespielt habe. Der mich aber ziemlich beeindruckt hat mit einem ganz gewissen Bild, den ich jetzt versuche, so gut es geht, nachzubauen. Relativ bulli, mit sehr viel Leben. Okay. Komischer Angriff. Und gar nicht so wenig Mana. Und auch krass viel Attack Damage. Also alles, was man so braucht. Take it. But don't break it. Wir haben das ganz, ganz große Glück, dass unsere Gegner keinen Tank an ihrer Seite haben. Ouch. Wir hingegen schon, nämlich Kabra Khan. Dafür sind die Gegner etwas routinierter. Haben halt viele Chars auch schon auf Level 7 teilweise. Okay, das ist gar nicht so einfach, damit zu treffen. Heieieiei. Bitteschön, Amusan. Bitteschön. Da haben wir ihm so etwas aus der Patsche geholfen. Und ja, wie gesagt, es ist gar nicht so einfach, mit ihm zu treffen. Die Ulti ist ziemlich cool. Die rewindet sozusagen. Also kurz vorm Tod ist es sehr, sehr sinnvoll, die einzusetzen. Weil man dann wieder, naja, wo auch immer steht, wo man vor, ich glaube, 7 Sekunden war oder so. Also ganz witzig. Es steht dran, er wäre ziemlich schwer zu spielen. Bisher merke ich davon noch nicht viel. Aber wir spielen noch erst 1 Minute 16. Also, was weiß ich schon. Ouch, First Blood, nice. Gut gemacht, Amusan. Übrigens, sehr nett, der Knilch hat erst gefragt, wen er nehmen soll. Die ganze Zeit zwischen Amusan Cup und Anur rumgeswitcht. Wir haben ihn dann darum gebeten, Amusan zu nehmen. Hat er gemacht. Finde ich, wie gesagt, ziemlich korrekt. Viele trollen dann ja auch rum. Sagen, wen soll ich nehmen? Und nehmen dann erst recht einen anderen. Okay, also bisher ist da noch nicht viel mit Damage. Die Passive von ihm ist auch gar nicht so einfach. Man hat ja diese Zeitanzeige, die bei 1 anfängt und bei 4 aufhört. Und je nachdem, wo die gerade steht, triggern verschiedene Fähigkeiten. Ich weiß nicht, wann was passiert und so, aber alle sind ganz gut. Das fängt irgendwo bei Lebensraub an und endet bei ganz, ganz hoher Steigerung der Angriffskraft. Ui, da ist er durchgelaufen, der Gegner. Auch direkt gestunt, wie man gesehen hat. Wow. Auch schön smart. Oh, da werden sie aber echt ziemlich gejagt, die Leute. Oh, schade. Und da haben wir sie, glaube ich. Yes, baby. First kill. Sehr, sehr geil. Boah, diese Kackspinnen. Was ist da los? Wie die nerven. Gibt's ja gar nicht. Hab noch gar keine Schuhe. Das ist natürlich grenzwertig dann gleich. Aber bisher geht's noch einigermaßen. Er hat ja auch seine Zweierfähigkeit, die ihn ebenfalls schneller macht. Das kompensiert dann so einiges. Und das drückt schon ziemlich Damage rein. Kann man gar nicht anders sagen. Okay. Alter. Die wollte es aber unbedingt wissen. Blöd. Ganz doll blöd. Jetzt könnten wir theoretisch 2 erwischen. Oh shit. Oder einfach gar keinen. Ich werde gleich ziemlich krass auf, na, wie heißen die Dinger schon, auf Stacks angewiesen sein. So funktioniert der Build, den ich spielen möchte. Ausnahmsweise habe ich mal einen Plan. Jetzt werden wir etwas fixer unterwegs sein. Abklingzeit ist verringert. Also ziemlich dufte, wie man so schön sagt. Oh Mann. Oh, sehr geil. Habt ihr gesehen, was da an Damage auf die Kali gehauen wurde? Alter Vater. Ziemlich krasser Scheiß. Also wenn man die erst mit der Dreier trifft und dann noch die Einser hinterherhaut. Puh. So. Dafür spielen die Gegner relativ safe gerade. Und ich mache lieber auch safe Minions tot, als dass ich da
riskiere, die Gegner nicht zu treffen. Da hinten war zwar irgendwie einer, aber... Alter! Chill dich! Schon wieder so viele Minions hier unterwegs, du. Gibt's ja gar nicht. Wir heilen uns etwas. Da musste sie die Ulti einsetzen, um zu fliehen. Auch schon mal sehr, sehr geil. Und sie ist tot. Boah, really? Geht doch! Alter! Ja, ich weiß. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob Amuzin Cup das jetzt gerade ernst meint oder nicht. Wegen KS und so. Mir relativ wumpe. Als nächstes wollte ich ganz gerne den ätherischen Stab bauen, wenn ich so auf meine kleine Liste schaue. So. Gibt uns nämlich Leben, damit wir so ein bisschen more beefy sind. Also auch mal länger einen Kampf überstehen, wenn wir gerade in den Gegnerhorden stehen. Halte ich für sehr, sehr nützlich. Boah. Da war gerade aber... Haut den Tank kaputt. Und das sehr erfolgreich. Ah, blöd. Ah, shit, ihre Ulti. Die hat sie echt klug eingesetzt gerade. Klüger hätte sie es gar nicht einsetzen können, um ganz ehrlich zu sein. Und auch die Ulti war nicht doof. Ah, shit. Oh, Mann. Jetzt kriegen wir da ziemlich auf den Kopf. Ich möchte ungerne gierig sein. Cleare stattdessen die Minions. Kriege ich ja wieder ein paar Stacks drauf. Ah. Vielleicht sollte ich auch mal Bescheid sagen, dass ich gerade Stacks sammle. Andererseits, das ist hier teilweise so chaotisch. Ich glaube, das wäre meinen Teamkameraden relativ egal. Oh, kein einzigen erwischt gerade. Na, supi. Bei schon fast 40 Stacks auf der Schärpe. Jawoll, ja. Ganz entspannt die Minions clearen und dabei mächtiger werden. So gefällt mir das. Ihr merkt schon, Late Game ist das, worauf ich hinaus möchte. Weil wir uns hier bisher auch noch gar nicht so schlecht schlagen. Oh ja. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Shit in the brick. Kann ja gar nicht sein. Ey. Was? Nicht erwischt? Ernsthaft? Oh Mann. Gott sei Dank. Nope, das überlebst du nicht, mein Freund. Das kannst du aber voll knicken. Ah, der Manticore sollte gefokust werden. Alles andere ist so ein bisschen zweitrangig gerade. Oh, oh. Oh, ich wollte die Ulti zünden. Ah, zu langsam gewesen. Alter Vater. Schade, ey. Ein bisschen länger und wir hätten uns den ätherischen Stab ganz leisten können. Mega Macho Bifus gewesen. Aber was willst du machen? Wow. De Kalido. Ah, shit. Da ist sie noch weggesprungen. Gibt es ja nicht. Okay. Scheiße. Bloß weg da. Ich habe die Arachne gesehen und Angst bekommen. Ha. Okay, es ist nicht so easy mit ihm zu treffen. Wirklich nicht. Ah, shit. Muss halt eher dahin zielen, wo sie hinlaufen werden, statt da, wo sie sind. Yes. Autsch.
Das war fies. Die Ulti war krass gesetzt. Voll erwischt. Und doch nicht so den Damage gedrückt. Nee. Ich wollte gerade fast schon wieder die Ulti einsetzen. Aber da hätte er uns eh nicht erwischt. So, Buch von Tod ist so das nächste, was ich gerne hätte. Wobei ich das, glaube ich, als erstes hätte machen sollen. Beziehungsweise zumindest vor dem ätherischen Stab. So gehen wir nun schon wieder ein paar Stacks durch die Lappen. Das war wirklich doof. Boah, Alter. Ist ja richtig, ey. Ist ja richtig. Läuft bei dir. Guck mal, was die Gegner schon führen. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Junge, Junge, Junge. Weg mit dir. Sehr geil. Wow. Irgendwas getroffen. Ich habe keine Ahnung. Huhuhu. Das war krass. Also mit der 2 erwischst du echt jeden Gegner noch. Beziehungsweise kannst gut fliehen. Yes, baby. Okay. Even more stacks, please. Da müsste ich sie eigentlich erwischt haben. Oh ja. Setzte die Ulti ein, um zu fliehen. Hervorragend. Aber je later das Game, ihr seht das schon, desto besser für uns hier alles. Weil die 2 halt einfach mega geil ist. Die Ulti habe ich jetzt gerade nicht gecheckt von ihm. Oh shit. Oh Mann. Und weg. Alter Finne. Ich habe die ganze Zeit den Finger auf der 4. Weil wegen Angst und so. Ihr wisst schon. Oh geil, ein Manticore. Und keine Sau kümmert sich drum. Klasse. Warum auch? Warum auch? Oh, Amuseln zumindest. GG, vielen Dank. Oh Mann, okay. Die Gegner haben gerade eine sehr komfortable Führung. Ich denke nicht, dass wir die noch einholen werden. So, sehr schön. Auch wenn wir nicht so die Kills kriegen. Wir assistieren schon gewaltig. Und clearen natürlich, wie so häufig, die Minions schön. Was uns die Stacks gibt. Och, nö. Ah, shit. Ah, ja, ihr hört hier von mir mal wieder nur nö und shit und so. Oh, gibt's doch gar nicht. Ey, die ist immer überall da, wo man sie nicht trifft. Oh, unglaublich, wie die Kali da noch rausgekommen ist. Hammer gespielt. Alter Vater. Hervorragend. Da habe ich ja Respekt vor. Ist ja Gegner, aber egal. Das war ziemlich geil. Holla die Waldfee. Dafür führen die Gegner nur noch mit 40. Wir holen also wirklich auf. Sehr, sehr geil. Jetzt noch Juwel der Isolierung steht bei mir drauf. Und dann wären wir auch fast fertig. Kronos-Anhänger fehlt dann noch. Was? Na super. Vielen Dank, Amuse. Das ist natürlich ungünstig gerade. Wir haben genau 99 Stacks. Der Hammer. Wow.
Ich spiele auch nicht aggressiv genug. Merke ich hier gerade. Boah. Ich habe ja meine Ulti. Zack, da ist er back. Das kleine Spinnchen, ey. Unfassbar. Ciao. Wow. Da kannst du nichts machen gegen die. Aber 0, nada, niente, nichts. Alter, verdammt. Und da muss Hi-Rez auch noch so ein bisschen glätten. Die Spielregeln. Denn, ich meine, wir sind nur noch zu viert und ich habe trotzdem einen Death-Counter, der nicht schön ist. Oh Mann, das war voll geschielt. Aber so 560 draufklatschen auf den Gegner, das ist schon ganz geil. Ja, oh Mann. Und sie schon wieder. Alter. Ey, die Arachne. Das ist nicht zu fassen. Du kannst nichts gegen sie machen. Arachne ist mega OP. Boah. Bitterböse. Wirklich, die schnetzelt dich so schnell weg. Da kannst du gar nicht gucken so schnell. Ein paar Minions vielleicht noch nebenbei erwischen. Wäre ganz geil. Beim Manticore draufklatschen. Oh ja. Perfekt gesprungen, das Aas. Mist, verdammt. Schon sind es wieder 60. Ich weiß gar nicht, warum die epische Mucke noch gar nicht läuft. Know what I mean? Oh ja. Alter! Ey, das sind zwei, drei Schläge. Was hat die denn an Items? Oh Gott. Wir haben das Juwel, aber wir haben leider auch einen Gegner, der einfach nicht zu bezwingen ist. Ohne Flachs. Die Arachne ist ja einfach nur mega OP. Um das zu beweisen, werde ich sie als nächstes spielen. Verdammt, ich glaube, ich kann sie mir gar nicht leisten. Aber das wäre doch mal was, ey. Ich denke, selbst ich werde damit einfach nur krassen Damage rausdrücken können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, wie sie sich auch hochheilt. Nicht feierlich. Echt nicht. Dann noch beschützt von ein, zwei anderen. Du kannst nichts machen, ey. Wahnsinn. Oh ja, noch drei flauschige Minions. Schicko. Oh, 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 oh. Ich wusste es. Was hat sie? Boah, 17 Kills. Alter. Arachne, get a nerf. Blitz, get a nerf. Ach ja. Doch damit verabschiede ich euch. Vielen Dank wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!